Ein herzliches Willkommen zurück hier zu The Walking Dead, The Final Season. Hier stehen geblieben, sind wieder zurück zu unserem Camp. Haben James beauftragt, natürlich eine Zombieherde zusammenzustellen und dann zum Schiff zu führen. Sogar mit Zeitpunkt, also mit genauem Zeitpunkt. Und jetzt geht es hier halt mal weiter mit der Planung, denke ich mal. Let's go! James ist anders als alle, die wir kennen. Er ist so hart, aber nicht wie du. Er tötet keine Monster. Hat aber auch keine Angst vor ihnen. Er ist cool. Na, schon irgendwie cool. Hey Clem, Willy hat mir vom Plan erzählt. Wie ist es mit dem Typen gelaufen? James, er will uns helfen. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir uns auf ein Schiff in eine Beißerherde schleichen, hätte ich das nicht geglaubt. Was willst du mit denen? Ah. Vor dem großen Kampf wollte ich noch mal richtig Halligalli machen. Ein Fluch? Hä? Es klingt wie ein Fluch. Es klingt aber wie ein Fluch. Dann sag ich es jetzt auch. Es ist kein Fluch. Es ist bloß ein anderes Wort für Party. Ich weiß, es ist seltsam, eine Party zu veranstalten. Aber wir müssen alle etwas aufgeheitert werden. Das könnte unsere letzte Chance sein. Hm. Ich wollte für alle Tee kochen. Kann ich mir den Kaffeewärmer ausleihen? Was soll ich tun? Wir müssen den Musikraum etwas aufmotzen. Kannst du was Buntes basteln zum Aufhängen? Okay, ich bin ein Künstler. Ich mache die Decke. Dekoration. Dekoration für die Party. Ich hole den Kaffeewärmer. Okay. Lege vorher die Sammelobjekte ab. Oh shit. Wo müssen wir die denn ablegen, wenn ich fragen darf? Hier? Ist das hier? Nee, das ist nicht hier. Wo muss ich denn die Sammelobjekte ablegen, meine Liebe? Rede mit AJ. Hier, es wird um den Kaffeewärmer. Ich habe keine Sammelobjekte dabei, oder? Erstmal mit ihm reden. Wie läuft's mit der Zeichnung? Darf ich sehen? Nee, sie ist noch nicht fertig. Aber ziemlich gut. Okay, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ich habe keine Sammelobjekte, oder? Nee, ich glaube, wir haben keine mehr gefunden, tatsächlich. Darum können wir auch erstmal den Kaffeewärmer mitnehmen. Den selbst gebastelten, okay, natürlich. Ich komme gleich. Obi möchte Tee kochen. Ja, okay. Zeig mal. Hey, du machst echt Fortschritte. Bald bist du sicher so gut wie Ten. Weiß nicht. Er ist echt gut. Stimmt was nicht? AJ? Ich habe nur nachgedacht, während ich gemalt habe. Es gibt drei Sorten von Augen, Clem. Ach ja? Die Augen von lebenden Leuten, die haben wir. Dann gibt es Monsteraugen. Sehen meist wie dreckiges Wasser aus. Manchmal sind Monsteraugen gar nicht feucht. Und dann die Augen von lebenden Leuten, kurz bevor man sie tötet, wie als du Abel getötet hast. Seine Augen waren wie eine Kerze, die ausgeht. Er war böse. Ich sollte mich nicht so fühlen. Ich hab ihn gehasst. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Alles, was du fühlst, ist in Ordnung, AJ. Weil du deshalb gut bist. Bin ich gut? Ich will besser sein, Clem. Ich will, dass man mir ansieht, dass ich gut bin. Du bist der Beste, okay? Ich werde echt klug. Ach ja? Ja, weil ich ständig nachdenke. Okay, worüber denkst du jetzt nach? Dass du gebissen und ein Monster wirst. Oh. Ja, je älter ich werde, desto öfter sehe ich es. Weiß nicht warum. Was passiert dann? Es kann jeden treffen, egal ob man drinnen oder draußen oder vorsichtig ist. Das wird nicht passieren.
Das weißt du nicht. Nein, stimmt. Aber bald passiert es nicht. Das weißt du auch nicht. Du tust nur so tapfer für mich. Mein Bauch fühlt sich dann komisch an. Als ob ich Durchfall bekomme. AJ, du weißt doch, worüber wir geredet haben. Was du tun sollst, wenn es passiert. Hör zu. Wenn ich gebissen werde... Schießt du mich am besten. Erschieß. Nein. Nein, das mache ich nicht. Du hast's versprochen. Mir egal. Ich erschieße dich nicht. Wenn du gebissen wirst, musst du mich auch beißen. Was? Das meinst du nicht ernst? Ich will nicht allein sein. Bitte sei nicht böse. Ohne dich halte ich es nicht aus, Clem. Ich weiß, wir haben es oft durchgekaut. Aber zwing mich nicht. Alvin Junior, du erschießt mich, wenn du eine Waffe hast. Wenn nicht, benutzt du dein Messer. Sonst ein Stein gegen den Kopf. Egal, wie lange es dauert. Aber ich will das nicht. Das ist mir egal. Du wirst es tun. Mir egal, was du sagst. Verdammt, AJ. Versprechen musst du halten. Ich weiß. Du gibst nicht auf, was? James meinte... Dachte ich mir. Dass wir als Monster überleben können. Also im Inneren. Wenn du gebissen wirst und mich beißt, sind wir noch zusammen. Wir wären bloß anders zusammen. Vielleicht wäre es okay. Was meinst du? Sagen wir, dass James recht hat. Dass in Monstern noch was von ihrem früheren Ich ist. Das kann aber niemand beweisen. Und ohne Beweise setzen wir unser Leben nicht aufs Spiel. Darf ich patrouillieren gehen? Vor der Party? Ja, klar. Aber sei vorsichtig. Ja, stürmisch. Was ist mit AJ? Ausgerannt. Er braucht nur seine Ruhe. Können wir über die Sache vorhin reden? Mit Minnie? Ja, klar. Was ist los? Das Ding ist, Minnie zu sehen, hätte mir Angst machen sollen, hat es aber nicht. Die Person, der wir im Wald begegnet sind, war nicht wirklich Minnie. Wie sie sich verhielt und wie sie von Sophie und Lily redete, nein. Ich bin verwirrt. Noch können wir Minnie retten. Wenn wir sie herbringen, dann... Du hast ihre Reaktion gesehen, als Lily kam. Das sind jetzt ihre Leute, nicht wir. Minnie, die echte Minnie, gibt es nicht mehr. Es gibt sie schon lange nicht mehr und ich muss aufhören, um sie zu trauern. Ich passe auf dich und AJ auf. Auf alle, die mir wichtig sind. Louis kann den Ball flach halten. Mann, ja. Ich hoffe es. Als ich herkam, habe ich ihn gehasst. Er war einfach zu intensiv, oder? Er kommt in einen Raum und... Hey, schaut mir alle zu! Das war so albern. Aber dann wurde mir klar, dass ihm... Leute echt wichtig sind. Und er fühlt es nicht nur, sondern sagt es auch. Er sagt dir täglich, wie viel du ihm bedeutest. Er würde sogar ein verdammtes Lied darüber singen. Vor allem, wenn es schon ein berühmtes Lied mit deinem Namen gibt. Wir müssen ihn befreien. Das werden wir. Louis, Omar, Asim. Wir werden alle befreien. Hier, für dich. Ja, was ist das denn Schönes? Sterne? Damit du die Nacht nie vergisst. Das werde ich nie. Verstehe. Das ist natürlich eine Geste, die... Du meintest, du wolltest da langsam rangehen. Das geht für mich in Ordnung. Es gibt da etwas, was ich mit jemandem tun wollte, der mir wichtig ist.
Zum ersten Mal. Was denn? Hast du schon mal mit jemandem getanzt? Nein. Möchtest du vielleicht? Nur wir zwei. Niemand schaut zu. Ich weiß, dass es seltsam ist, aber... Ja gut, ich meine... Ich wollte es schon immer mal probieren. Ach komm, dann machen wir das einfach hier. Ja, ne? Da sind wir jetzt. Oh, oh, Leute, Leute. Annäherungsversuche hier am Start. Da wird natürlich richtig heftig getanzt. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, ehrlich gesagt. Aber gut. Danke für den Tanz. Ja, langsam kriegen wir den Bogen raus. Ja. Hey, Clem! Oh, what the f... Wow, wo hast du den Strandball her? Er lag neben dem Müll, hinter einem der Schlafsäle. Ich musste ihn aufbrusten. Das war eklig. Aber es hat funktioniert. Ich sollte los. Ruby könnte sicher Hilfe gebrauchen. Er ist cool, oder? Oh, total cool. Zurück! Du musst noch üben. Hey! Yeah, Alter. Ein bisschen Ball spielen hier, Mann. Perfekt. Dass der noch funktioniert, ist ein Wunder. Er hat zu viele Löcher. Ich hab dich lieb, Clem. Ich dich auch, Kleiner. Okay, wir sollten los. Klingt, als ob sie uns im Musikraum brauchen. Okay. Let's go, Kleiner. Nimm die Zeichnung mit. Schöne Deko. Na, jetzt Party Art. Haben wir einen DJ eigentlich? Ich hoffe, da wird keine GEMA-Musik abgespielt. Oh Gott. Die Sorgen immer, ne, wegen der Musik. Ah, guck mal hier schön hier den Teewärmer. Langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Hey, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Wir brauchen Beleuchtung, Musik und etwas, was wir auf das große Ding da schreiben. Wenn wir schon sterben, sollten wir vorher Spaß haben. Musik? Aber Louis ist nicht hier. Siehst du das? Ersatz für Louis. Wäre ja keine Party, wenn es keine coole Beleuchtung gäbe. Ich überlege hin und her wegen der Farben. Grün ist beruhigend, aber Purpur wäre irgendwie cool. Purpur. Der Mond scheint in den Raum hinein. Also was dazu passen könnte. Purpur war die Lieblingsfarbe meines Papas. Ich habe gelesen, dass das die Farbe von Königen ist. Purpur. Irre. Was? Ich mag Purpur. Solltest du's nicht auch mögen, Violet? Ich krieg das hin. Ein Wortspiel. Also, du nimmst eins dieser schwarzen Tellerdinger und legst es hier drauf. Und dann spielt es Musik? Ich habe das Grammophon des Direktors gefunden. Wir könnten Musik spielen. Keine tolle Auswahl. Aber es reicht. Oh, Country, komm. Vielleicht Country. Das höre ich am liebsten. Was ein Schock. Ja, er macht das schon. Was haben wir hier noch zum Zeichnen? Also benutzen wir das Banner für ein Partymotto? Hm, nicht ganz. Es sollte eher die Moral anheben. Ich denke, es sollte kurz sein. So viel Platz haben wir nicht. Ich hatte an etwas Motivierendes gedacht, wie wir schaffen das und befreien unsere Freunde. Kurz und knapp. Wir werden sie befreien. Darauf kannst du Gift nehmen. Gefällt mir. Wir können Penn bitten, es mit seinem Pinsel zu schreiben. Das wird so ein richtiges Halligalli. Ja gut, ne? Ah. Willy hat nach dir gefragt. Er ist in Marlins Büro. Er hat wohl eine Überraschung für die Party, aber er wollte sie dir zuerst zeigen. Okay, gehen wir nochmal zu ihm.
Was ist denn da hinten, was sie mit dem Typen auf dem plakativen Bild? Wurde voll angemalt. Da ist er ja. Was hat er schon? Hey Clem, schau mal! Ich habe Bücher über Schiffe gefunden. Da geht es um coole Sachen wie Feuer auf dem Meer und Explosionen und so. Der Boiler ist der Schlüssel. Wovon redest du? Ich habe eine Idee, wie wir verhindern, dass die Arschlöcher zurück zur Schule kommen, nachdem wir die anderen gerettet haben. Und dass sie noch mal jemandem wehtun. Wir jagen das Schiff in die Luft. Nur so können wir verhindern, dass sie wiederkommen. Und es fühlt sich richtig an, wegen Mitch. Kommt's mir nur so vor, oder sind in dieser Schule alle verrückt nach Bomben? Es kommt dir nicht nur so vor, aber aus gutem Grund. Schwierig wird es, die Explosion auszulösen, nachdem ihr vom Schiff runter... Glaub mir, wenn das Ding explodiert, fühlen wir uns alle viel besser. Okay, Leute. Zeit für den Boogie. Oh je. Hey, Clem, tut mir leid, dass ich vorhin fies zu Ten war. AJ hatte recht. Ich hätte das nicht zu ihm sagen sollen. Ich wollte nicht ausrasten. Ich weiß, es ist nicht seine Schuld. Das ist ja schön, Willy. Aber sag es lieber Ten. Ja, dann gehen wir mal ab zur Party da, Alter. Ah, die Hüften schwingen, du. Let's go. Louis, tanzt alle mit dir. AJ mit einer kleinen Solo-Einlage hier am Start. Oh, da geht er richtig ab, ey. Michael Jackson Moves. Sogar der Hund tanzt mit, Mann. Der ist richtig begeistert. Ja, guck, das mag er. What? Will uns eine Bombe schenken? Wow, das sieht toll aus, Ruby. Danke, Zwerg. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Aber warte erst mal ab, was ich noch geplant habe. Los, amüsier dich. Ich sag dir dann Bescheid. Okay. Geh ich mal los. Ja, ne, dann lassen wir mal die Fetzen hier fliegen. Wie ich sehe, arbeitet ihr zusammen. Ja, Willy wollte, dass ich ihm bei seinem Spezialprojekt helfe. Das freut mich wirklich. Ist sie fertig? Einsatzbereit, Clem. Sie wird funzen. Ich, dachte, wir könnten ihr einen Namen geben. Er muss cool sein. Ich finde... Sie hat einen Namen verdient. Die besten Bomben haben immer Namen. Ja, wir müssen ihr unbedingt einen Namen geben. Ich dachte, du machst dich lustig. Aber ja, geben wir dem Ding einen Namen. Wie wär's mit Mitchs Meisterwerk? Ja, gefällt mir. Es hätte Mitch gefallen. Okay, dann machen wir's so. Hoffentlich geht das nicht hier in die Luft. Alter, AJ geht richtig ab, Mann. Guck dir diese Moves an. Was ist das denn jetzt noch? Also, Clementine, hier sind unsere offiziellen psychologischen Beurteilungen und Probezeitberichte. Okay. Kapier ich nicht. Tja, Zwerg. Die erklären, warum wir alle überhaupt auf diese Schule geschickt worden sind. Und all den Scheiß, den wir angestellt haben, weswegen wir hier bleiben mussten. Und was spielen wir? Ich dachte, wenn wir morgen alle auf eine Himmelfahrtsmission gehen, solltet ihr wissen, wer wir wirklich sind. Ich lese ein Stück vor, das die Erwachsenen geschrieben haben. Und ihr müsst raten, zu wem von uns die Beschreibung passt. Nee, aber ich achte darauf, dass es jemand ist, den du auch kennst. Okay, los geht's. X ist zwar außerordentlich begabt, hat aber immer wieder Wutanfälle. Flucht unbeherrscht und gerät in körperliche Auseinandersetzungen mit den Professoren. Uff, das war... Puh. Boah. Weißt du was, Ruby? Ich glaube, du liest deine eigene Akte vor. Wow, wie bist du drauf gekommen? Ah, richtig, oder was? Beeindruckend. Ich kann's mir total vorstellen. Als ich Ruby zum ersten Mal traf, schrie sie, der kleine Mistkerl. Ich hab mich entschuldigt. Ja, du hättest Ruby in ihrer Anfangszeit sehen sollen. Sie war wie... Hast du als Kind Zeichentrickfilme mit dem tasmanischen Teufel gesehen? So war unsere liebe Ruby. Früher war sie echt niederträchtig. Mir geht's jetzt besser. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Willy, bitte nicht. Chronisches Masturbieren. What? Glaub's mir.
Das wollte niemand wissen. What the fuck? Was bedeutet das? Wachs bloß nicht. Also, vielleicht sollten wir so was geil. Anderes auflegen zur Abwechslung? Clementine? Ich mag verschiedene Arten von Musik, glaube ich. Es gibt echt viele. Ja, wir haben genug davon gehört. Leg mal Jazz auf. Nächste Akte oder was? Komm, ich bin der Rategott. Mir war nicht bewusst, wie viele schon weg sind. Erinnert ihr euch an Justin? Und Theresa? Und Jasper? Das Mädel mit der bunten Zahnspange? Und Joey? Michelle? Lamar? Erin? Ja, ich hab sie wegen der Spange geärgert. Warum hab ich das getan? Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Mann, wie viele von uns sind tot? 34. Oh shit, das ist viel. Das ist schon heftig. Wieso wird die Stimmung hier gedrückt schon wieder? Ich dachte, wir wollen hier nochmal ein bisschen Spaß haben. Wem gehört die Akte? Louis. Sollen wir sie lesen? Ich könnte euch erzählen, warum ich hergeschickt wurde. Also quasi als Trostpreis oder so. Vielleicht hasst ihr mich hinterher. Aber da wir ja alle so offen sind. Ich wollte, dass du es mir sagst. Als ich klein war, war ich oft im Haus von meiner Oma, da mein Vater ein Säufer war und meine Mutter 3 Jobs hatte. Aber nach dem Tod meines Opas wurde meine Oma total apathisch. Saß nur noch den ganzen Tag im Schaukelstuhl. Ich saß vor ihr und wir schauten zusammen fern. Meistens Zeichentrickfilme. Ihr war es egal. Manchmal habe ich sie weinen gehört, aber ich habe nichts gemacht. Ich fühlte mich komisch und habe nur den Fernseher lauter gemacht. Eines Tages stand sie auf und kam mit einem zweiten Stuhl und einem Gewehr zurück. Kaliber 22. Sie legte den Gewehrkolben auf den Stuhl und hielt sich den Lauf gegen die Brust. So kam sie nicht an den Abzug ran. Aber darauf war sie wohl vorbereitet. Denn dann holte sie einen kitschigen Rückenkratzer raus. So ein langes Ding aus Holz, das wie eine Hand aussieht. Und damit drückte sie den Abzug. Also, ja. Peng. Sie knickte zusammen und zuckte noch etwas. 5 Stunden später holte mich meine Mutter ab. Ich saß immer noch da. Sie fragte, warum ich nicht die Polizei oder den Krankenwagen gerufen hätte. Ich zuckte mit den Schultern und meinte, Oma wollte das doch so. Und außerdem wollte ich die Zeichentrickfilme zu Ende gucken. Am nächsten Tag brachte sie mich hierher. Ich war 11. Puh. Tut mir leid, Violet. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast. Schon gut. Wir haben einiges durchgemacht. Wir waren nicht nett, Clementine. Trotzdem hätten die Leute, die auf uns aufpassen sollten, uns hier nicht einfach dem Tod überlassen dürfen. Sorry. Wir sollten doch Spaß haben. Aber ich bin halt kein Spieler. So wie Louis. Bald wird er es wieder machen. Ten hat recht. Hey, ich hab eine Idee. Wenn wir Angst hatten, erinnert ihr euch, wie Minnie gesungen hat, um uns aufzuheitern? Schade, dass ich es nicht spielen kann. Lou konnte es. Er mochte das Lied. Du könntest es für uns singen, wie sie es getan hat. Du hast eine schöne Stimme. Ja. Das kann ich, Ten. Eieiei, mutig du. Es wird hier noch gesungen, oder was? Was spiele ich eigentlich? So. Ja, ist gut.
Die Ruhe vor dem Sturm, sagt man ja, ne? Hab keine Angst vor dem Dunkel. Hab keine Angst vor dem Sturm. Hab keine Angst vor den Monstern. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Kämpf gegen deine Dämonen. Kämpf mit erhobenem Kopf. Kämpf, als ob man nie Angst haben muss. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Leg deinen Kopf sanft nieder. Ruh deine Augen aus. Schlaf, denn ich bin bei dir. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Uff, guter Cut. Der war gut. Leute, Errungenschaft freigeschaltet, Nachtlicht. Mit dieser kleinen Gesangseinlage geht's natürlich dann erst, bam, ihr habt's gesehen, in der nächsten Folge weiter, wenn es wieder heißt The Walking Dead, The Final Season. Leute, ich bedanke mich fürs Zugucken, würde mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal. Euer Luzi, haut rein und tschüss.